Tübingens Altstadt ist reich an Geschichte. Nicht zuletzt deswegen zieht sie jedes Jahr unzählige Touristen aus aller Welt an. Eines der Prunkstücke ist dabei zweifelsohne das Rathaus. Doch das ist seit nunmehr fast 2,5 Jahren nur noch hinter Gerüsten, Planen oder Zäunen zu erahnen. Der Grund sind umfassende Sanierungsarbeiten. Aber die befinden sich jetzt quasi auf der Zielgeraden. Im September soll das Verwaltungsgebäude auch wieder als solches genutzt werden. Hätten Sie es erkannt? Das ist der Eingangsbereich des Tübinger Rathauses. Schon jetzt sieht man, das Foyer wird offener und großzügiger gestaltet. Wieder. Denn ursprünglich handelte es sich um eine Halle für Fahrzeuge, in der auch Markt gehalten wurde. In den 60er Jahren wurde die Fassade dann quasi geschlossen. Da waren bisher Kistenlager und ein enger Schlauch mit einer abgeschotteten schweren Holztür davor. In Zukunft ist es transparent, offen. Es gibt Glasfassaden in den historischen Mauerbögen. Man kann in alte Bereiche gucken, die früher nicht sichtbar waren. Und wir hoffen, dass es auch einen Ausstellungs- und Empfangsbereich möglicherweise mit touristischer Beratung im Erdgeschoss geben wird. Das Rathaus wird also sehr viel offener für die Bürgerinnen und Bürger. Neue Offenheit in historisch wieder aufgearbeitetem Ambiente. Das allein schon eine Herausforderung. Umso mehr noch, nachdem es auch gravierende Mängel bei Haustechnik und Brandschutz zu beseitigen galt. Im Zuge dieser Herausforderung wurde dann ganz Tübingen natürlich auch an den Klimaschutz gedacht. Wir werden mehr als die Hälfte der Energie in diesem Gebäude künftig einsparen und es gibt sehr viel schönere Räume und auch historischere Räume als früher, weil wir Dinge, die man in den 60er Jahren eingebaut hat und die das Rathaus eher verschandelt haben, jetzt wieder in den früheren Zustand zurückversetzen konnten. Also ich glaube, bei so einem Gebäude, da kann man richtig erleben, was für eine Bedeutung die historischen Handwerkskünste, muss man glaube ich sagen, haben, auch heute noch. Jeder, der hier reinkommt, der weiß zu schätzen, was man hier an konstruktiven Details findet. Alle diese Details sollen natürlich und müssen erhalten bleiben. Wir versuchen, alle Erneuerungen hier unter Schonung der historischen Substanz zu machen. Im Gegenteil, wir werden sogar Dinge, die bisher verborgen waren, sichtbar machen können. Wie beispielsweise den historischen Hofgerichtssaal, der 1496 freitragend erbaut wurde. Ihn haben Planer und Handwerker wieder in einen großen Raum verwandelt. Zuvor war er in mehrere Büros zergliedert gewesen. Er wird den ehemaligen Sitzungssaal der Verwaltung in seiner Funktion ablösen, der dann zum neuen Trauzimmer wird. Ist die Innenrenovierung fertig, geht es im Herbst dann ans Aufhübschen der Außenfassade. Danach soll das 10-Millionen-Projekt für die nächsten Jahrzehnte aber abgeschlossen sein.